unterbreche dich. Toll, ey. Tolle Wurst, tolle Wurst. Die Musik weiß ich jetzt überhaupt nicht, ob die was bringt oder nicht. Sind hier jetzt noch Gegner oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich geh mal außen rum. Hier kam ich nicht durch, ne? War da einer? Warte mal, wir gucken mal. Vielleicht können wir ja irgendwo was entdecken, aber ich glaube nicht. Ich muss da vorne lang, ne? Da liegt noch ein Stein. Ja, das bringt mir nichts. So, und hier noch irgendwas. Alter, diese Musik, ne? Das ist echt, das ist gerade echt nervig. So eine Scheiße, Mann. Wir hoffen einfach mal, dass nichts da ist. Ich gehe jetzt mal vertrauensvoll hier rein. Oh Mann. So, wo war nochmal? Hier vorne rum, ne? Oder? Wo muss ich denn nochmal? Da war der Raum. Warte. Hier und dann hier geradeaus. Und wenn dieses Wumm kommt, weißt du, dieser Paukenschlag, dann meinst du, da käme irgendeiner. Kran weiß natürlich schon wohin, klar. Das geht von selber. Who's the master of unlocking now, huh? Come on, hurry. Okay. Ach, der hat so richtig geile Sprüche drauf. Gefällt mir. Who is the master of unlocking now? Geil. Echt tief, so. Und jetzt kommt wahrscheinlich der. Herrgott, ich raste aus! Das darf doch wohl nicht wahr sein! Da ist es. Natalia, du musst mir leider dein Kraut geben. Es tut mir leid. So, halt. There's too many of them! Come on, let's get out of here! Definitiv, es sind einfach zu viele. Es sind einfach zu viele und wir haben zu wenig Munition dafür. Alter, Jumpscare gerade over 9000. Oh nee, was? Oh, okay, warte. So, brennt. Bringt das was? Oh, neue Lieblingswaffe entdeckt. Haha, ich habe sogar noch eine davon. Sehr schön. So, komm. Na toll, da ist noch einer. Das schon. Okay. Einzelschüsse sind auch sehr effektiv. So. Was? Oh, 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 oh. You all right? Warum habe ich diesen komischen Kanister vorher nicht gesehen? Ich hätte schon dreimal drauf geschossen. Okay, da löst sich gerade im Wohlgefallen auf. Alter, ey. 24 Schuss noch für die Pistole. Oh Mann. So, aber das Problem hatte sich ja gerade gelöst. So, gehen Sie zum Funkturm, der ist ja da. Really long way around. Ja, in der Tat. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite der Brücke. Ich gucke jetzt gerade nochmal, ob hier noch was liegt. Vielleicht können wir noch irgendwas mitnehmen. Aber ich habe gerade verdammt viel Muni verschossen. Die sind aber auch wirklich nicht einfach. Also bis man da, das ist wirklich Zufall, dass man da die richtige Stelle trifft, wo der Tumor sitzt. Muss ich ja mal ganz klar sagen. Ich schieße natürlich immer primär auf den Kopf, aber das ist natürlich auch nicht immer richtig. Okay, so, Funkturm. Hallöchen. Wäre natürlich Zufall, wenn die zwei jetzt noch hier wären, also das glaube ich eigentlich nicht. Werkbank? Na, brauchen wir nicht. Wir haben nichts bekommen. So, von hier haben die zwei ihren Funkspruch abgesetzt. Aber sie sind natürlich nicht mehr hier. Jesus, is anyone even out there? Oh, fucking shit on a stick!
That's her. That's my baby. Any luck in there, Mara? No! Piece of shit must be busted. Okay, then let's head over to the Vasek. Fucking technology. You can say that again. This was logged 6 months ago. Jesus, Moira. Your daughter's name is... Moira? Yeah. Why? Hey, kid. You okay? Moira. She's dead. What? Next time on Revelations 2. Moira was trying to get to that tower when I was with her. I need you to take me there. Can you do that? But if we've been infected with something... I promise I'll catch up! Is this the place? The Vasek? Don't be scared. So, you finally came. I knew you would. We are on this motherfucking island! Nächste Episode. Betrachtung. Wow, okay, das war die erste Episode anscheinend. Ich, bin gerade ein bisschen baff. Diesmal haben wir nur B gekriegt. Erreicht. 3 Frauen und ein Barry, was? Okay, Figur freigeschaltet haben wir. Alles klar. Stöberer, Konzeptart Nummer 2. Alles klar. Und das war's. Medaillen. Ich muss mal gerade Fertigkeiten einstellen. Da können wir wieder... Aha, wir können wieder leveln. Okay, Powerhocke, erhöht die Feuerkraft, ja, das wissen wir ja schon. Superhocke, werden sie zeitweilig unverwundbar, wenn sie hocken. Stunden 1 bis 3, Unverwundbarkeit verlängert sich. Ja, Auflade vom Nahkampf, Claire und Barry können einen Folgeangriff ausführen. Achso, das kann ich eh noch nicht machen. Bonuspunkte, wenn sie einen Folgeangriff mit dem Brecheisen ausführen. Ja, okay, erhöht die Angriffsstärke des Ziegelsteins. Das ist eigentlich auch nicht schlecht hier, das, ne? Ich habe ja genug. Claire und Barry verwenden ihre Waffen, wenn vom Computer gesteuert. Munition wird dabei nicht verbraucht. Das ist gut, das möchte ich haben. Das hat jetzt zwar richtig viel gekostet, aber egal. Weil dann helfen die einem auch. Das ist sehr, sehr gut. Das finde ich gut. Es ist ein halbes Jahr vergangen, seitdem dieser Funkspruch gesendet wurde. Ich dachte, das wäre vielleicht ein paar Tage oder so und hätte sich auf die Suche gemacht, aber nein. Alter Schwede, ein halbes Jahr. Previously on Revelations 2. Claire Redfield, you're coming with us. Where have I been taken? So much suffering. You don't even know what to be afraid of yet. Who are you? I am the Overseer. Please, send help. I'm here, baby. Please be alive. I don't have any parents. There. How do you know? Well, that's one thing they're left out of the brief. Jesus, is anyone even out there? Your daughter's name is Moira? Yeah. She's dead. What? Check it. Is this the place? The Vasek? Whatever? Yeah. Where life begins.
At Thompson's? Yeah. I'll be examining this. Oh, Paul! Keith! Of underpants. Come on in. Huh. Newbie's okay too. Oh, I knew it was you guys. any requests? We woke up in the middle of the woods. How about you? Some kind of rundown prison. Gabe. Gina's dead. Shit. Thompson's gone too. Yeah, but I remembered to take his bracelet. Eddie would want me to find out how it ticks. You chopped off his fucking hand? Sometimes you have to make the hard choice. Come on, let's see what's in this building. Durchsuchen Sie die Umgebung. Ja, und wir haben neue Freunde hier. Gabe heißt er, glaube ich. Den anderen weiß ich jetzt gerade. Oder heißt er? War er jetzt Gabe? Ne, er war mit dem Messer. Er heißt Gabe und den anderen habe ich jetzt gerade nicht mitbekommen. Aber es scheinen Arbeitskollegen von Claire zu sein. Stinkende Chemikalie? Was zum Teufel? Was kann man denn damit machen? Kombiniert mit einer leeren Flasche stellen Sie einen Köder, eine Köderflasche her. Ach so. Damit kann man wahrscheinlich die Zombies weglocken. Hell! The Overseer. What do you want? I need to throw you at the wall and see who sticks and who doesn't. The wall, in this case, is a special virus that I injected into each of you. A what? You what? We will all die. There's no question of that. But one of you still has a chance of dying well. I'm no lab rat. She can stick it right up or I'll see an ass. But if we've been infected with something... Oh, that man. Bitch stuck a needle in me? Just put it out of your head. Redfield, walk with me. Come on. Ich will mich aber erst noch im Gebäude umgucken. Ich war hier noch nicht fertig. Jetzt warte doch mal. Mann, hier ist noch Stoff. So, damit können wir wahrscheinlich Verbandsmittel herstellen. Denke ich mal. Oh, hier ist noch Köderflasche. Noch eine Köderflasche. Okay, das, Schrotflintenmuni. Also hier, Leute. Das nehme ich mir erst noch mit, ne? Da kannst du hier bis Weihnachten warten hier, mein Freund. Oh. Ich dachte gerade, das sah gerade erst so aus, als hätte da was gehangen. War aber nicht. Ich guck mich jetzt hier erst um. Da kannst du da vorne stehen bleiben, bis du schwarz wirst. Oh, der war jetzt... Alter, das war aber jetzt nicht beabsichtigt. Tut mir leid. Das war jetzt echt nicht beabsichtigt, der Spruch. Fischerdorfkarte. Okay, alles klar. Pistolenmuni. Und was haben wir hier noch? Das sieht so aus, müssten wir das irgendwann verwenden. Alles klar. So, ich hab aber... Doch, ich hab noch Schrotflinte, ne? Jawohl. So, ich gucke jetzt gerade mal, ob wir noch irgendwas kombinieren. Kombiniert mit Alkohol, Desinfektionsmittel. Mit Krautverbandsmittel. Aha. Gut, ich habe ja noch ein Verbandsmittel. Das heißt, ich könnte mit Alkohol kombinieren. Leere Flasche, stinkende Chemikalie. Ich würde gerne wieder was Explosives bauen. Habe ich aber gerade nicht. Okay, wir gucken mal, was wir noch aufnehmen können. Habe ich denn eigentlich noch... Ich glaube, ich hab gerade nichts zum Customizen, ne? Nee, okay. Guck ich hier nochmal gerade? Nee, alles klar. Und dann schauen wir doch mal, wo der nette Herr uns hier hinführen will. Können wir noch ein bisschen Musik machen? Nee, schade. I gotta show you something over here.
Okay. Ich glaube, ich gehe aber erstmal hier hin. Ich will gerade so. So, wir haben ja. Aha, aha, aha. Hier können wir hoch. Oh Mann, ey. Ich weiß gar nicht. Das Problem ist, ich habe jetzt wieder das Gefühl, wenn ich dem hinterher gehe, dann geht mir hier wieder einiges, weißt du? So, Pistolenmuni zum Beispiel. Wie ich einfach mal gerade jetzt völlig in die falsche Richtung renne. Claire, hier lang. The lights are on in that one house. Ach, da vorne. Okay, ich dachte gerade schon, wo meint sie denn jetzt? Boah, da geht's hoch, was? Ey, wo soll ich denn hier hin? Ich habe das Problem. Alter, was zum Geier? Was war das? Weil das Problem, das ich gerade habe, ist, wenn ich ihm jetzt hinterhergehe. Hier war doch irgendwas. Dass dann wieder irgendwas ausgelöst wird und ich habe dann wieder was übersehen. Okay, da können wir nicht hoch, oder? Sie hat ja nicht diesen Vorteil mit den Kisten, ne? Ich glaube nicht. Ja, was machen wir? Gehen wir dem jetzt hinterher oder suche ich die Gegend? Können wir nicht rein, oder? Nee, wo ist denn der überhaupt jetzt? Verdammt, jetzt habe ich irgendwie ganz. Jetzt, ja, toll, jetzt habe ich ihn auch noch verloren. Ich durchsuche mal gerade ein bisschen die Stadt hier. Ich hoffe ja nicht, dass hier irgendwo die Einheimischen noch in den Häusern sind. Gabe, mein Lieber, wo bist du hingelaufen? Da kann man reingucken. Erstmal alles mitnehmen hier. Alles mitnehmen. Können wir ein bisschen schwimmen gehen vielleicht? Also können ein bisschen. Oh, ui, Rubin. Oh, hey, lohnt sich an den Strand zu gehen. Jetzt hier mal gerade ein bisschen. Action hat man ja eben mit Barry genug. Ich gucke jetzt hier einfach ein bisschen nach Zeug. So, da haben wir noch Schrotflintenmuni. Perfekt. Wunderbar. Sitzt der Ausgleich dafür, dass ich eben das Haus übersehen habe. Es ärgert mich immer noch. Dass ich das blöde Haus jetzt nicht durchsucht habe mit Barry. Ist natürlich von der anderen Seite verschlossen. Ich glaube, das ist so ein Running Gag bei Resident Evil, ne? Diese von der anderen Seite verschlossen. Das hast du in jedem Resident Evil Game. Hast du Türen, die von der anderen Seite verschlossen sind. Das ist echt gemein. Ich habe keine Ahnung, wo Gabe jetzt hin ist. Moira, komm mal bitte her. Danke. Ich denke, wir werden ihn aber gleich wieder treffen. Wo geht's hier lang? Okay, da geht's irgendwo hoch. Eventuell ist er da auch lang gelaufen. Da, ja, oh, Flasche, Flasche, leere Flasche, okay. Ach du Scheiße, Bohrmaschine brauchen wir hier, okay. Ich glaube, der eine, der an der Werkbank steht, der Kollege, der hat so ein bisschen technisch was drauf. Zumindest schien mir das so, weil er hat ja gesagt, er will sich das mal näher anschauen. Dieses Saphir. Aha. Und noch eine Explosivflasche. Wunderbar. Ach, da ist er. So, wo sollen wir denn hin, Kollege? Wo willst du denn? Ja, ja, ich komme, ja. Ich komme. Man, I hope Fisher's okay. Neil? Neil was with you? Yeah. We got split up on the way here. Ah, wir sind voll. Warte mal, ich bastel mal gerade was. Köderflasche können wir bauen, ne? Ich glaube ja. Moment. So, Köderflasche und dann werde ich mal, glaube ich, Verbandmittel. Ja, ich weiß nicht. Ich habe eine leere noch, ne? Kann ich jetzt eh nichts mitbauen. Oder ich übergebe einfach Moira das Kraut. Ne, das lasse ich lieber. Ich behalte das besser. Hier ist noch. Oh, Moment. Schießpulver. Dann können wir wieder da können wir wieder was bauen, ne? Genau. Perfekt. Wunderbar. So. Wer ist jetzt schon wieder Neil? Ich habe keine Ahnung. Ach, Helikopter. Nice. Aber der wird wahrscheinlich nicht funktionieren, ne? Do you think you can fly this? Once I repair it. There's not enough voltage. It needs a new battery and some fuel. Oh, and we're gonna find exactly what we need in this shit dump. From my experience, yes. Help me look. Finden Sie eine Batterie und Treibstoff, aber wie gesagt, das machen wir erst in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich, wir sehen uns wieder. Bis dann.